Yo. Oh ja. So, wer will noch? Und da oben habe ich noch irgendwo was gesehen. Yo. War's das? Ups, das war jetzt Fail, aber egal. Und schon wieder liegt er in der Wand drin, aber macht er nichts. Sterben müssen sie alle. So. What the fuck? So, ja, wir schön Muni mitnehmen. Da oben habe ich irgendwas gesehen. Ja, ich hol dich doch schon. Immer Geduld, Mann. Geduld. Okay. So. So geht das, meine Freunde. Meine Damen und sehr geehrten Herren. Fertig? Nein? Nicht? Okay. Ah, doch. Bam! Ja, zum Beispiel eine Kettensäge in der Magengrube hilft immer gegen Schmerzen. So. Gut, tot. Sonst noch irgendwas von oben? Nein. Okay. Ah. Bam. Ah, da drüben ist noch irgendjemand. Yo. So geht das, meine Freunde. Und nochmal. Tod von oben. Ah, schöner Erfolg. So, und warum kommen hier gerade so unendlich viele Leute? Muss ich irgendwas machen? Ach so. So, dann ist der schon mal zu. So, kommt hier noch irgendwas von hinten? Ansonsten gehen wir weiter. Da schießt er Menschen. Da war anscheinend noch jemand. So, aber jetzt da, ne? Jetzt können wir weitermachen. Brocken. Ja, das ist mir schon klar. Alter, das muss da doch sein, oder? Das ist doch definitiv... Aha, neuer Erfolg in die Bresche. Das muss doch der Typ von Dawn of War sein. Kommen wir da durch? Nee. Okay. Das ist... Der kommt mir viel zu bekannt vor. Ja, links, rechts. Wenn ich jetzt eine Karte hätte, würde ich jetzt was... Okay, hier geht's anscheinend nicht lang. Dann gehen wir da lang. Weil da das Ziel dann gezeigt wird. Ne, logisch, irgendwo. Ein bisschen. Oder wir folgen einfach nur den Stromkabeln, weil dann kommt man garantiert an. Ah, sieh mal an.
Ich glaube, das bringt noch nicht so wirklich. Was? Kann man die Brücke irgendwie in die Luft springen? Da Knochen. Vielleicht die Knochen. Einsatz erledigt, betreten Sie die Geschützfestung. Okay, und wo? Beschuss eingeleitet. Beschuss? Es wird Tage dauern, sie zu befreien. So lange können die Imperialen nicht überleben. Wir müssen das Geschütz irgendwie zerstören. Zerstören Sie das Geschütz, alles klar. Wollen wir jetzt erstmal diese Waffe da? Zugang zum experimentellen Vergeltungswerfer. Vergeltungswerfer? Klingt vielversprechend. Irgendwie ja. Ein experimenteller Graia-Schema. Vergeltungswerfer ist ein spezialisierter Werfer für magnetisierte Fusionsladung, die an Wänden und feindlicher Panzerung halten bleibt. Zum Schießen, zum Zünden. Ah! Schick. Schick. Klingt toll. Ja, und jetzt wohin? Naja, okay, probieren wir mal die Waffe vorher aus. Was ist das? Hä? Okay, gehen wir einfach mal durch. Ach. Ja, du brauchst eine größere Wumme. Ah, ist doch schön. Oh ja, es ist wirklich schön. Aber das geht mir schneller. Eine Rüstkammer. Sicherlich nützlich. Ja, Rüstkammer klingt gut. Was ist das denn? Abregelung aktiviert. Schauen Sie, Captain. Melter-Sprengladungen. Platzieren Sie die an den richtigen Stellen. Dann bricht die ganze Festung zusammen. Wir könnten die Ladung an einem der Geschosse anbringen. Leandros, Sie machen den Orden stolz. Alles klar. Cool, cool. Oh, 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 und? Egal, schnetzeln. Machen wir ein paar Spezialangriffe dann. Okay, ich brauche HP. So, Wildheit. Bam. Bam, bam, bam. Alter, das Spiel ist so geil, ich vergesse sogar das Reden. Ah, geht's da weiter? Naja. Eigentlich wollte ich jetzt Ding einsetzen. Den Vergelter. Ah, schon wieder liegt er in der Kiste. Aber egal. Alles klar, dann gehen wir doch mal nach unten, wenn es unten ist, oder? Hat er unten gesagt oder oben? Und außerdem war doch der Typ von Dawn of War, war doch bei den Blood Ravens und nicht bei den Ultramarines. Rätselhaft, rätselhaft, ne? Aber... was denkt ihr? Ist es oder ist es nicht? Oder wir gucken einfach mal nach. Einfach mal googeln. Google hilft.
So, nutzen wir mal den Vergelter für ganz tolle Aktionen. Da ist auf jeden Fall nichts, so wie es ausschaut. So schnell wird denn die Munition nicht. Ah, da ist noch was, was ich suchen könnte. Noch mehr Orks. So, kommt da was? Ah, den habe ich jetzt nicht gesehen. Ah, die Deckung kann man zu schießen, das ist schön. Ah, ich renne da jetzt einfach mit einem ganz normalen Bolter durch die Gegend. Oh, da ist ein Skaggy. Wow. Wo kommen die her? So, Schild laden. Jetzt ab. So, da oben ist noch irgendwo einer. Wenn ich ihn sehen würde, würde ich ihn vielleicht abschießen. Jetzt ab. Klingt besser. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Oder so. So. Mal schauen, was jetzt kommt. So, ging ja ganz gut. Captain, wir müssen das Geschoss in die Ladevorrichtung stecken. Okay, nein, erstmal Muni mitnehmen. Irgendwas rauscht hier noch. Was passiert jetzt? Ah! Da. Ich bringe die Sprengladung an diesem Geschoss an. Ja. Bitteschön. Jetzt legen Sie das Geschoss ein. Ach, der schiebt jetzt diese leichte Kugel einfach so alleine dahin. Respekt. Ich meine, die anderen hätten ja auch helfen können, aber... Mit etwas Glück laden die Orks es selbst ins Geschütz. Wir dürfen uns nicht aufs Glück verlassen, Sidonos. Wir folgen dem Geschoss nach oben und sorgen dafür, dass es sein Ziel erreicht. Zu Befehl. Und jetzt zurück zum Aufzug. Zurück? Ich gehe mal davon aus, er meint dieses zurück hier. Ja. So, nehmen wir gleich mal den Vergelter für... Ah. Gewinne ich. Ach, jetzt steckt er schon wieder in der Wand drin. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich einen Ork-Boss töten will, steckt er irgendwie in der blöden Wand drin. Ich will es mal sehen. So, Aufzug ja, ja, okay, die sind drin. Gut. Nicht, dass ich jemanden hier im Keller vergesse, ne? Die müssen mir ja helfen. Die sind ja wichtig für die Geschichte. Abstand halten.
Dies ist keine Übung. Okay. Schauen wir nochmal.